Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Ja, in der letzten Folge haben wir das alte Plateau again erreicht. Und eigentlich würde ich ja sagen, ja, wir können ja noch hier vieles erforschen, aber ich würde mal ganz kurz hier so mich einmal ganz kurz umschauen, ja. Wir müssen ja nicht 100% von einem Gebiet erreicht haben, damit wir erst ins nächste kommen können, ne? Hm? Goldrover! Finally haben wir diese Zutat gefunden. Oh gee, das ist 740 Schaden. Das ist schon ohne. Goldrover haben wir für einige Zutaten oder Rezepte gebraucht, die wir herstellen konnten, schon relativ früh. Aber wir konnten es halt nicht. Und wir haben auch noch Altusblüte. Oh, oh, falsch. Hier. Altusblüte. Die goldene, angehauchte Blüte einer saftigen Pflanze, die auf dem Altusplateau blüht. Angeblich schmückte diese Blume im Zeitalter vor dem Erdenbaum viele Gräber und Grüfte. Es gab ein Zeitalter vor dem Erdenbaum. Und einen Goldrover. Eine golden angehauchte Roverfrucht findet man häufig in der Nähe des Erdenbaums. In der Nähe des Erdenbaums. Es gibt nur einen. Das andere sind niedere Erdenbäume. Kannst du aufhören, dich an eine Kugel zu rollen, liebe Ziege? Okay, das war vielleicht ein bisschen psychische Folter. Wow, oh. Oh, halt, ich habe ja gar nicht gespottet. Ah, ein neuer Art von Gegner. Boah. Ah, ein Dungeon. I would never have seen that. okay, erstmal die Ruine und dann haben wir den Dungeon. Okay, das ist der Inhalt dieser Folge. Mann, eigentlich wollte ich ja gerade ausgehen, weil... war halt offensichtlich Gründe. Ruin des Parfümeurs. Haben wir nicht. Sprießendes Höhlenmus, 5 Stück. Wir haben doch, glaube ich, eine... hier. Ätzender Sprühnebel. Braucht er... I don't know. I'm not sure, ob ich das Miranda-Pulver nehmen möchte. Hallo? Also Feuer schmeckt euch schon mal nicht. Das ist schön. Da ist ein Gegner. Da ist auch ein zweiter. Was läufst du weg? Parfümeurhandschuhe. Oh, oh. Ah, oh. Ah. Der kann auch Feuer. Und wenn ich mich nicht täusche. Robe der Maltöter, lange Handschuhe der Maltöter, Stiefel der Maltöter. Warum hat er seine ganze Rüstung eingelassen? Könnt ihr mal aufhören, so viel Gift zu versprühen? Junge. Nee, ich glaube, dieser Maltöter. War da nicht auch zufällig der Boss in diesem Albenurik-Handbuch des Parfümeurs? Parfümeurflasche, in diesem einen kleinen Albenurik-Dorf, wo wir waren, wo Albus war. War da nicht der Boss des Gebiets auch so ein Maltöter? Ich lese mir gleich die Sachen durch. Ah, hier ist eine große Pflanze. Ja, Feuer schmeckt hier halt auch nicht, ne? So wenig, dass du nichts tust. Oha, okay, wir... Das ist doch viel Leben, was wir kriegen. I mean, look at it. Ja, so kann man sich auf jeden Fall Heiltränke sparen. Ich schau mal, wie lange ich das so handhaben werde, weil das ist ja noch schon ein bisschen leicht. Ein Herr Rand walks in der Smetterling. Ich habe gesehen, dass es da runter geht, aber vielleicht ist hier oben ja noch was. Na, 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 aber bevor es dann runtergeht. Parfümeurflasche hatten wir, glaube ich. Die ist ja wahrscheinlich nicht einmal hier, ne? Wo ist sie denn dann? Hier? Ja, eine hatten wir auf jeden Fall schon mal vorher. Parfümeur. 4 und 1. 1 hatten wir jetzt. Funkenaromat. Erbauliches Aromat können wir jetzt. Hier und Maltöterrüstung.
Das soll ich wollte schon sagen. Ja. Eine Robe der Maltöter. Schlechter mit verdrehtem Gewissen. Die dicke Schürze erinnert an Rollo, einen Parfümeur aus der Antike und Stammvater der Maltöter. Aha. Oh, Handschuhe sehen halt auch echt immer fucking ähnlich aus. Parfümeurhandschuhe hat er, glaube ich. Handschuhe der Parfümeure aus der Erdenbaumhauptstadt. Parfümeure waren einst hoch angesehen und galten bei vielen als gesegnete Apotheker. Doch nach der Zertrümmerung wurden sie in den Krieg geschickt, wo die einstigen Heiler ihre Aromaten gegen Gifte und Sprengstoffe eintauschten. Klingt sick. Ich find's nicht. Egal. Aber, hoppala. Was können wir jetzt noch zusätzlich herstellen? Verteilt Funken in einem großen Bereich, verströmt Giftnebel aus dem Mund. Stärkt Angriffskraft eines Verbündeten und reduziert einmalig Schaden. Adamblatt! Uah, das ist teuer. Verbraucht. Ursprünglich war der Nina. Warte mal, ich stelle die mal kurz her und rüste die aus und probiere die mal aus. Wie ich versprochen hatte, dass ich gerne Sachen ausprobieren will in diesem Spiel. Ja. Okay. Gibt es den Gegner? Ne, das ist wahrscheinlich nur eine Truhe. Uah. Mit Parfümeur-Talisman. Talisman mit einem Satz Parfümflaschen als Motiv. Verstärkt die Wirkung von Parfümobjekten. What? Really? Es gibt Gärten, die nur den Parfümeuren bekannt sind. Ob nun den Rändern der Hochlande oder verborgen im Schatten finsterer Höhlen, die Blumen blühen im Geheimen und warten auf den Tag, an dem sie ihren Duft verströmen dürfen. Alright. Ah! Es liegt doch einfach nur hier an der Ecke. Ja, eine weitere Parfümflasche. Ergibt Sinn. Schade. Dass er mein Pferd würde es kaputt machen. If I can jump and run, I will not. Apparently. Okay, dann halt nicht. Gut, to be fair, ich habe mich ja auch vor ein paar Folgen herzlichst darüber aufgeregt, dass Jump'n'Runs auch in Elden Ring nichts verloren haben sollten. But what can I do? Außer hier diese 200 Runen einzusammeln. Zwei Steinfischschlüssel brauche ich hierfür, alles klar. Numero uno, numero dose. Und jetzt geht die Tür einfach nur auf und hier ist gar nichts. Das wär's. Entstellte Katakomben. Alright, das klingt dramatisch. Das sind diese Halbmenschen oder Demi, nee, nicht Demi-Humans, die das eine Schloss beherbergt hatten. Wie hieß es noch eins? Ich weiß es nicht. But you are very familiar. War es das jetzt wahrscheinlich wieder eine Art? Bitte sei. Danke. Ein Geheimgang, gut. Das war interessant. Ja, okay, es war klar, dass es danach ganz unten auch geht. Aua. Was? One hit? Dang, boy, you gotta get stronger. What doesn't kill you make you stronger? Das ist doch ein verdammter Hund. Walla, why? Ah.
Nein. Interessant, aber... Ah! Das ist seine Reichweite. Sheesh. Aber okay, die... der starke Angriff ist halt tatsächlich dieser Stampfer. Ja, wenn das nicht nach einer alten... was zum Teufel? Das sieht ja auch nicht appetitlich aus. Ich mach mal eine Fackel an. Nein. Nein, natürlich nicht. Ach, warum sollte aber auch, ne? Hi. Okay, ich schätze mal, hier gibt es halt wirklich einiges an Wege, Orte, an die man hin kann. Aha. Du ekelhafter Bastard. Komm her. So, und... Bam. Durch Feuer. Ich traue hier nichts. Hier ist keine einzige scheinbare Wand. Auf keinen Fall. Hier geht's... Ja, dann nachher zum Baus. But we have to find the lever first. Ich habe schon lange nicht mehr Elden Ring aufgenommen. Ich habe irgendwie keine Ahnung, ob ich gerade vernünftig kommentiere oder nicht. Oh Gottes Willen. Wie fies. Ihr seid alle meine Heilung, ja. Das ist sehr gemein. Flugscheusalasche. Scheusale, so heißen die Dinge anscheinend. Lese ich mir jetzt sofort durch, bevor ich es wieder komplett vergesse. Es wirkt aber wie ein relativ leichter, schwacher Gegner. Da. Dieser geflügelte Geist erhebt sich in die Lüfte und feuert von dort mit Pfeil und Bogen. Diese Scheusale sind angeblich die Strafe, dass sich Menschen mit dem Schmelzsiegel einließen und oft werden sie von Geburt an wie Sklaven behandelt oder sogar noch schlimmer. Der Mensch hat sich mit dem Schmelzsiegel eingeschlossen. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was genau der Schmelzsiegel ist. Okay, we found the lever. Aber ich glaube, warte mal. Ah nee, never mind. Ich glaube, wir hätten auch von dort aus direkt runterspringen können. Ein Runenbogen, schick und... Redekopf für Zeit. Wie klingt der denn bitte? Ich habe die, glaube ich, nie alle ausprobiert. It's time to do that, isn't it? Überhaupt nicht gruselig. Okay. Danke. Oh. Verzeiht. Oh, apologies. Sogar dieses Wort nehmen sie. Okay, und... Ich kenne nur einen Stein, den ich noch nicht besitze, der tatsächlich eine Interaktion erzeugen kann. Mal schauen, ob es die anderen irgendwie auch können. Abwehrkonter versuchen. Okay. Ich... Nein. Das hier. Was kommt auf mich zu? Ihr im Duo war für Myrrhe und ich vergaß. Das ist euer Leben. Alter. Der gibt dem einen verdammten Schild, der Junge. Oh je, Mini. Das war sehr viel Schaden. Gut, der... Okay, die waren da vielleicht noch nicht so stark, wie ich gedacht habe. 9400 Runen ist jetzt auch nicht viel. Okay. Ah, noch eine davon. Hä? Da. Parfümeurin Tritia.
Hezia war einst als Heilerin bekannt, die mit all ihrer Kraft Scheusale, Male und alle anderen behandelte, die als unrein gelten. Wenn ihre Bemühungen scheiterten, blieb sie bis zum Tod bei ihren Schützlingen, auf dass sie in Frieden und ohne Schmerzen diese Welt verlassen konnte. Viele glauben, dass so die Tradition der Gefährtinnen auf dem Sterbebett entstand. Oh nein! Das war basically wirklich einfach eine ziemlich gute Person, die den Schmerz von diesen ganzen Kreaturen gelindert hat. Und wir sind da reingegangen und haben sie alle massakriert. Wir sind das Problem. Es regnet. Passend zu meiner Stimmung. Manu, es tut mir leid. Aber okay, das war dann auch jetzt schon das. Ruin des Parfümeurs, hier waren wir. Hier gibt es ja jetzt einen tollen See. Aber wir waren da, genau. Heranwachsender Schmetterling. Ein einzelner Sklavendude, okay. Also ich weiß, dass es euch nicht schmeckt, wenn ihr brennt. Ja, ihr seid mir irgendwie ein bisschen viele. Keine Lust, da jetzt gegen jeden einzelnen von euch zu kämpfen. Ach, das sind Fallen. Ich war schon so, das sieht doch voll schön aus. Well, but it wants to kill me. Not so nice. Wohin führt mich das hier eigentlich? Dahin, wo ich herkomme? Sieht nicht so aus. Höhle des Weisen. Gut, dann machen wir die nächste Höhle, würde ich sagen. Ne, ich kann immer noch nicht aufstecken. Jesus, ich brauche schon echt viel Ruhm. Kristallhöhlenmoos? Ist es diese Höhle? Es ist diese Höhle. Das wird jetzt ein absoluter Schmerzenskampf, wenn jede verdammte Wand... Oh ne, es sind ja noch Skelette, die ich doppelt töten muss. Oh. Wenn jede einzelne verdammte Wand eine Illusion sein kann, wie die hier. Gut, der geht's auch in den sicheren Tod, alles klar. Ich trau dem Brand noch nicht, aber okay. Verlorene Kriegsasche. Soweit so gewöhnlich. Verjüngende Boli. Soweit so uninteressant. Oder unbesonders eher. Sprießendes Höhlenmus. Goldene Rune 5. 5, okay. Ja, das ist sehr obvious. Angenehm. Alter, 4 Truhen. Es gibt keine Mimics, soweit ich weiß. Silberner Federstierfuß, 5 Stück. Mehr Loot, alright. Schwarze Kapuze, okay. Kerzenbaumholzschild, okay. Heranwachsender Schmetterling. Das ist weird. Eine schwarze Kapuze? Eine Kapuze aus schmuckslosem schwarzen Stoff, um die Identität des Trägers zu verbergen. Alles klar. Und ein Schild. Das hier. Ein hoher, mittelgroßer Holzschild für seine Größe leicht und einfach zu führen. Das Motiv des brennenden Kerzenbaums gilt als heimliche Prophezeiung einer Todsünde und ist daher verboten. Alter, was war... Why? Einfach nur... Ich zünde eine Kerze an. Willst du etwa... andeuten... dass du eine Todsünde begehen wirst, hm? Mhm, mhm. Armbrust hast du jetzt. Schön. Oh, he looks like a bad boy. Au. Keine Ahnung, wie mich das nicht getroffen hat, aber ich gönn's mir. Mano. Okay. Also die Sprungattacke ist halt wirklich auch das hier und kein Blade nach vorne. Auch ein interessantes Moveset.
Steintafelschlüssel. Ey, einen von den zwei, die wir verbraucht haben, haben wir jetzt schon wieder bekommen. Tun. Über Tun. Goldener Großfall. Ey. Noch mehr Tun. Drachenwunden. Fett 4 Stück. Okay. Raptorkrallen. Oh, das sind, glaube ich, ziemlich coole Waffen. Eine Kralle mit zwei scharfen, dünnen Klingen. Diese Waffe der Assassinen des Rabenhorst ist eine Huldigung an die Angriffstaktik der Todesvögel. Perfekt für Angriffe aus der Luft. Und der aufgeladene Angriff ähnelt sogar dem Sturzflug eines Raubvogels. Alright. Probier vielleicht irgendwann mal aus. Warum sind so viele wieder tot? Weil man springen muss. Ich wiederhole mich gerne. Jump and Runs ist nie okay. Hier, was hier? Okay, hier ist Loot. Schwarzer Raubvogelfedern. Oh, Assassinenrüstung. Skelettmaske. Oh, okay. Eine Robe mit schwarzen Federn. Eines Raubvogels. Stammt von den Assassinen des Rabenhorsts. Ein Ritualfetisch für die Verwandlung in einen Todesvogel, wenn auch rein äußerlich. Verstärkt Sprungangriffe. Wir sind die Todesvögel, die Schatten der Schöpfung. Da geht's weiter. Ah, hier geht's zum Boss. Ich glaube, dahin geht's zwar auch weiter, aber let's go. Nekromant Garris. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob meine Erinnerung mich trügt. Ich glaube, es gab eine... Oh my Jesus. What the fuck was that? Ich lasse dir nichts beschweren. Ich glaube, es gab ein Item, was sogar ihn erwähnt hatte. Jesus, der war nicht so stark, aber trotzdem. Uff. Köpfe der Familie. Das klingt nicht nett. Oh, Nekromant Garris, wo kam der Name? Kam mir doch bekannt vor. Scheiße. Fällt mir sicherlich ein. Oder ich kann es googeln. Aber der hat Köpfe der Familie? Was? Und drei Schlagköpfe aus Kupfer, die mit Ketten an einem Griff verbunden sind. Die bevorzugte Waffe des Nekromanten Garris, einem ketzerischen Weisen. Die drei Köpfe sind den Häuptern seiner Frau und seiner zwei Kinder nachempfunden. Oh my G. Fuck. Das ist dark. Einzigartiges Talent, familiärer Groll. Schüttelt sanft die Kupferköpfe, um rasch rachsüchtige Geister zu rufen, die Gegner verfolgen. Aus den Qualen des Ehepartners und der Kinder erwächst ein fürchterlicher Zornesfluch. Boah. Jetzt die Frage, sind die so zornig, weil sie so früh gestorben sind, oder sind sie so zornig, dass Garris sie basically nie losgelassen hat? Noch ein Boss? Dunkelheit voraus, daher benötigt das Objekt. Assassin der schwarzen Klinge. Oh je. Das sind sicke Gegner. Da. Hier im Wasser. Aua. Au. Ja, der kann halt. So ein Spök ist. Warum nimmst du dieses kleine Kackschwert? Oh. Wo bist du? Oh mein Gott. Das ist natürlich ein cooler Kampf, wenn man ohne Asche das machen würde. Dass man nur das Water hat. Ah, bam. Ah, okay. Mein Kumpel hat ihn getötet. Good job. Verhüllen der Schleier. Aha. Ein Talisman. Ist das alles? Irgendwie war in meinem Kopf, dass hier noch eine Truhe ist. Also in meinem geistigen Auge, was ich gerade gesehen habe. Aber wir haben... Nee.
Talisman aus dunklem Stoff mit edlem Glanz. Beim Ducken verbirgt er den Träger auf eine bestimmte Entfernung vollständig vor Gegnern. Der Stoff stammt von einem der Tarnschleier, die in der Nacht der schwarzen Messer von den Assassinen eingesetzt wurden. Die Frage, ist das einfach, also diese schwarzen Assassinen? Damn, Alter, dass sie da aufgehängt sind. Boah, ich kann keinem Faden folgen. Heißt es, dass diese schwarzen Assassinen einfach nie wirklich gestorben sind? Also aus der Zeit der ersten Sünde, wo sie den ersten Demigod getötet haben, sind das immer noch dieselben? Das wäre sick. Stufen noch steht. Ich glaube, eine ist möglich. Yes. Mehr Geschick. Hehe. Aber alles klar. Ich würde sagen, das war's auch für diese Folge, Elden Ring. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.